Ein Vertrag entsteht durch zwei oder wenn mehr dabei sind, natürlich mehrere, übereinstimmende Willenserklärungen. Also nicht nur der Wille muss da sein, sondern der Wille muss erklärt werden und die Willenserklärungen müssen übereinstimmen. Ein Vertrag entsteht also nicht zwingend dadurch, dass man ein Blatt Papier nimmt, etwas aufschreibt und beide unterschreiben. Das kann eine Ausgestaltung sein. Aber die meisten Verträge sind mündlich. Ja, Vertrag heißt nicht schriftlich. Die allermeisten Verträge sind mündlich. Wenn wir alles das, was wir an Verträgen schließen, was uns ja oft gar nicht bewusst ist, alles schriftlich machen würden, dann hätten wir echt viel zu tun. Da würden wir fast vor lauter Schreiben nichts anderes mehr tun können. Ja, wenn Sie in die S-Bahn einsteigen und haben sich vorher ein Ticket gekauft, dann haben Sie einen Beförderungsvertrag abgeschlossen. Das ist Ihnen vielleicht nicht bewusst, aber es ist so. Ja, da haben Sie nichts unterschrieben, da haben Sie nur ein Ticket am Automaten, da haben Sie noch nicht mal mit einem Menschen kommuniziert, da haben Sie nur am Automaten sich ein Ticket gezogen. Da haben Sie einen Beförderungsvertrag abgeschlossen. Ja, also wir haben sehr viele Verträge, die uns gar nicht bewusst sind. Also es sind die übereinstimmenden Willenserklärungen, wobei man die eine Willenserklärung nennt das Angebot und das andere die Annahme. Ja, Angebot und Annahme. Also eine mögliche Antwort auf die Antwort, auf die Frage, wie entsteht ein Vertrag, können wir auch sagen, durch Angebot und Annahme. Ja, das wäre die andere genauso richtige Antwort, durch Angebot und Annahme. Und jetzt muss man noch eines wissen, für das Wort Angebot benutzt das Gesetz nach wie vor das alte Wort Antrag, was heute sprachlich kein Mensch mehr sagt. Ja, das sagt man noch bei Behörden und beim Heiratsantrag, da sagt man das noch. Ja, und bei den Banken, da muss man Kreditantrag stellen. Ja, und bei Behörden, da muss man Wohngeld beantragen. Aber im Geschäftsverkehr sagen wir nicht mehr Antrag, ja, sondern Angebot. Angebot. Ja, Angebot und Antrag ist das Gleiche. Aber wenn ich einen Das Antrag Gesetz gestellt und ein verwendet den Angebot abgegeben. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.